Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satinas Ketten. Wir haben endlich den Feenforscher entdeckt und er weiß jede Menge Informationen, hat er uns gegeben über Satinav und über das Feenreich. Und Nuri will nicht zurück, kann ich jetzt fragen. Feentor in Andergast. Nuri will nicht zurück in ihre Welt. Es gibt nur diesen einen Weg. Wovor auch immer sie sich fürchtet, du musst sie zurückbringen. Sonst ist sie des Todes. Habt ihr nicht selbst das Tor zu Nuris Welt auf immer verschlossen? Und es kann nie mehr geöffnet werden. Aber nach Neirutneva führt womöglich noch ein zweites Tor. Es soll sich in den Klagesümpfen befinden, tief im Niemandsland der Brinasker Marschen. Ah, da müssen wir jetzt hin. Wo genau finde ich das Feentor? In Enkvi weilt ein Kollege von mir. Menander Goswin. In seinem Besitz befindet sich der Kristall von Neirutneva. Ein magisches Prisma, das den Weg zum Feentor weist und das Tor auch öffnet. Hoffe ich. Ich gehe derweil nach Andergast, um in der Akademie nach dem Standort der Zauberharfe zu recherchieren. Und wer weiß, vielleicht finden wir sogar eine Möglichkeit, die Harfe unschädlich zu machen. So wird es gemacht. Hier, nimm diese Notizen für deine Reise. Darin findest du Goswins Adresse und all mein Wissen über das Feentor und das Reich dahinter. Ich bin bereit. Enkvi, Menander Goswin, Feenprisma, Klagesümpfe. Und schon ist Nuri zu Hause. Warte, warte. Es heißt, eine sehr mächtige, sehr gefährliche Kreatur bewache das Feentor. Was denn für eine Kreatur? Ihr Blick soll alles Lebende versteinern. Wie ein Basilisk. Ich ahnte es. Die Sache hat einen Haken. Gibt es nicht noch andere Feentore, die nicht so weit weg sind? Diese Tore führen in andere Welten, in denen Nuri sterben würde. Das können wir nicht riskieren. Wie kann man den Wächter des Tores passieren? Niemand ist je zurückgekehrt, um diese Frage zu beantworten. Kopf hoch. Dein Namensvetter, der heilige Geron, zog einst auch gegen den Basiliskenkönig. Er war der größte Held aller Zeiten und besaß das göttliche Schwert Siebenstreich. In jedem Menschen steckt ein Held. Wollt ihr nicht mit Nuri nach Enkvi gehen und ich forsche in Andergast nach der Harfe? Die Magier waren damals sicher nicht meine Freunde. Aber glaubst du, sie lassen jemanden wie dich in die Akademie? Schon gut. Vergesst es. Nun trennen sich unsere Wege, Geron. Schütze Nuris Leben um jeden Preis. Bringe sie zurück in ihre Heimat, wo sie glücklich werden kann. Hab Dank für alles. Wünscht mir viel Glück. Du wirst deinen Weg finden. Wir sehen uns in Andergast. Die Mühle. Ein Boronsrad. Ein Boronsrad. Hoffentlich kein böses Omen. Hier ruht sein. Der Name ist längst verwittert. Wer auch immer du warst, Boron sei dir gnädig. Tja, sonst gibt's hier nichts zu machen. Gehen wir mal in die Mühle rein. Nuri, oder was auch immer das bist ist. Du hier? Oh oh. Da haben sie mich kalt erwischt von hinten. Und wieder einen Rückblick der Vision, wo der Seher verbrannt wird. Du bist es. Da schreit er. Wow. Er sagt uns nicht, wo sie ist. Ich weiß es nicht. Ich sag es nicht. Lassen wir ihn warten. In der Dunkelheit. Bis der Vogel kommt. Der Rabe soll sich seiner annehmen. Der Rabe? Er wird ihn sprechend machen. Ich hole ihn. Du wachst um die Mühle. Der Rabe gehört dem Seher? Sobald der Sand verronnen ist, wird der Nachthaarige sprechen. Und sein Faden wird reißen.
Wir sind gefangen in einer alten Mühle, glaube ich. Und es ist dunkel. Wir können hier das Loch, können wir schauen. Sonst haben wir keine weitere Möglichkeit und wir wissen immer noch nicht, wo Nuri ist. Nuri? Keron, geht es dir gut? Diese Kreaturen. Ich bin gefesselt. Hier liegt eine Scherbe. Sie ist ganz scharf. Hervorragend. Ich werfe sie zu dir runter. Nein, warte, ich... Hast du sie? Nein. Du hättest sie fangen sollen. Nuri. Wer weiß, wo sie jetzt ist? Ich kann nicht sehen. Weil es hier keine Regenbogenkristalle gibt. Kannst du zu mir runterkommen? Es gibt keine Treppe. Und draußen steht der bleiche Mann. Du sagtest doch, du kannst das Mondlicht sammeln. Ich werde krank, wenn ich zaubere. Ich weiß. Aber wenn ich mich nicht schnell befreie, bin ich tot. Nur ganz kurz, ja? Versprochen. So. Wir müssen irgendwie an diese Scherbe kommen. Wagenschale, Handfesseln. Eines Tages wird auch meine Seele gewogen. Aber nicht heute. Können wir das irgendwie kaputt machen? Ist schon zerbrochen. Zerbricht. Irgendwann. Den Versuch was. Okay, das kriegen wir schon mal nicht. Wir haben nichts dabei. Ja, da muss sie die reparieren. Kannst du die Waage heil machen? Sehr gut. Jetzt müssen wir irgendwie was da reinkriegen. So komme ich dann hin. Komm noch mal hier rüber. Ich sehe dich. Geh zu dem Loch in der Mitte. Ist gut. Ah, jetzt kann ich sie weiter wandern lassen wegen Licht. Schauen, was wir hier haben. Stundenglas, eine Öllampe. Lampen, Sägen, Scherben und alles außer Reichweite. Ja, aber die können wir doch kaputt machen. Lampen und alles aus... Hä? Klar. Kobold! Schemel, den machen wir auch nochmal kaputt. Das wirkt nur auf Leid. Okay, geht nicht. Regalbein. Wären meine Füße frei. Hallo? Die Mühle ist so verlassen, wie sie aussieht. Wie soll ich da... Tja, dann reparier mal die Scherben. Kannst du sie wieder ganz machen? Nuri! Ui, das hat sie viel Kraft gekostet. Lampen und alles außer... Selbst morsches Holz bekomme ich damit nicht kaputt. Das Glas könnte ich wohl zerdeppern, aber da hinten nützen mir die Scherben nichts. Und so weiß ich wenigstens, wie viel Zeit mir noch... Na supi. Das übersteht. Dann gehen wir zum nächsten Loch. Da ganz hinten ist noch ein Loch. Nur ganz kurz, hast du gesagt. Tja, tut mir ja auch leid. Was soll ich denn tun? Sägewerk. Kein Wunder, dass die Mühle ausgestorben ist. Scheint eine Art Zahn. Es ist abgebrochen, deswegen arbeitet auch das... Ja, dann reparier mal das Zahnrad. Siehst du dieses trommelähnliche Ding da unten? Kannst du das heil machen? Nuri? Geron, hier ist ein Käfer mit 8 Beinen. Das ist nur eine Spinne. Spinnen haben 12 Beine. Nuri, bitte. Du musst dich jetzt konzentrieren. Ist gut. Super, die Säge funktioniert wieder. Ah, und die ist jetzt hier runtergefallen. Geh mal wieder hier hin. Und jetzt kann ich das Stundenglas sehr wahrscheinlich runter bewegen. Oder? Das Glas könnte aber da hinten und so, weiß ich. Ich jetzt die Öllampe zerdepper. Tja, hat nicht viel gebracht. Jetzt nochmal ganz machen. Kannst du sie wieder ganz... Nuri! Springt dann die Säge rüber. Ah, sehr gut. Ja, dann
Das hat sie viel Kraft gekostet. Ah, und jetzt komme ich meine Füße schon mal frei. Sehr gut. Ha, jetzt muss ich nur noch die Hände frei bekommen. Ja, das Regalbein. Kommst du da dran? Ah, und jetzt fällt das Stundenglas. Geh mal darüber. Das mache ich jetzt kaputt. Dann fällt das da rein, der Sand. Und wir kriegen die Scherbe, die Nori runtergeworfen hat. Supi. Gut durchdacht. Ich hab sie. Giron, er ist schwindelig. Nur noch ganz kurz, Nori. So, Handfesseln aufmachen. Ich bin frei. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie mit dieser Kreatur fertig werden. Ja, und wie machen wir das? Fesselstricke nehmen wir mit. Nori muss ans hellere Licht gehen. Die Wandsäge. Den Schemel. Der Griff ist abgebrochen. Der Griff ist abgebrochen. Die Fesselstricke machen wir mal wieder ganz. Stricke können mich nicht auf... So kann es gehen. Nicht so. Das geht so nicht. Schauen wir mal weiter, ob wir hier noch was weiter haben. Ah, hier liegt meine alte Ausrüstung. Super. Habe ich wieder alle Sachen und etwas Stroh. Gehen wir wieder an die hellere Stelle. Wir legen jetzt das ganze Stroh auf die Bodenluke. Genug Stroh, um die Luke zu verdecken. Ja. Genug Stroh. Ah, ich muss erst die Luke aufkriegen irgendwie. Vielleicht mit dem Maßstab. Unsinn. Warum? Tja, ein Feuerball wäre nicht schlecht, aber hier in dem kleinen Raum könnte das tödlich sein. Das kann ich nicht zerstückeln. Engen, besonders, weil alles in Brand aufgeht. Die Decke wäre groß genug, um das Kellerloch zu verdecken. Dazu muss ich aber erst die Luke öffnen. Wie mache ich das? Solange der Unhold... Das hilft auch nicht. Ich hatte doch eine Säge, oder? Ah, hier mir fällt dazu nichts ein. Hä? Hey, zersäg die mal. Nori mag es nicht, wenn ich alles kaputt mache. Seit wann kümmert mich das eigentlich? Gute Frage. Wozu? Ich muss dringend... So, machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.